Lounge in the City ist ja inzwischen Kult, legendär, die wirklich beliebteste und größte politische Serienveranstaltung, die es in ganz Bayern gibt. Heute hier im Hofgarten im Tambosi 900 Damen, die hier zusammenkommen und gemeinsam Lounge in the City mit der CSU feiern. Eine wirklich große Veranstaltung, macht große Freude, großen Spaß. Das ist bayerisches Lebensgefühl. Ja, das möchte ich jeden Abend erleben. Schauen Sie mal, der wunderschöne Hofgarten, lauter gemütliche, friedliche, sehr gut aufgelegte Menschen. Super, wir hatten im Tambosi auch schon Christmas Edition, eine Weihnachtsausgabe, aber Sommer ist natürlich super im Hofgarten. Am nettesten war natürlich, als der Horst Seehofer vorhin der Chefin hier vom Tambosi erklärt hat, er wäre ihr Nachbar, er würde hier arbeiten. Da hat sie gesagt, sie wüsste das, und er hat ja auch versprochen, dann nach der Wahl wird er vielleicht öfter mal zum Mittagessen herkommen. Also dafür, dass das die Damen initiiert haben, muss ich sagen, ist das ein sehr, sehr schöner Abend und auch hier in dieser Atmosphäre. Und wenn man, also wenn ich das mal zeigen darf, hier direkt am Nebentisch, hier quasi, da hat der Herr Ministerpräsident gesessen, und das ist ja schon schön, wenn man sein Schweinekotelett direkt in Reichweite des Ministerpräsidenten essen darf. Das letzte Mal war ich hier im Tambosi, als Weihnachten kurz vor der Tür stand, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat es drin stattgefunden und es war so bombenvoll. Heute ist es genauso voll, sogar noch voller, aber wir sind draußen unter freiem Himmel, unter den Bäumen, und es ist wirklich eine super Stimmung. Ja, super, die Stimmung ist gut. Der Horst Seehofer ist ja da, hat man noch gleich was zum Schauen. Also perfekt. Mir gefällt es sehr gut. Es war ganz interessant, mal den Herrn Horst Seehofer persönlich kennenzulernen. Habe auch ein schönes Foto mit ihm. Schön war's. Das Wetter passt, die Stimmung passt, der Ministerpräsident war lang da, schön was. Ganz toll finde ich das, ja. Ich habe nicht gewusst, dass so eine Masse und dass wir so einen prominenten Besuch haben. War ganz eine große Überraschung für mich, hat mir sehr gut gefallen. Ein Traum, das ist wirklich klasse. Vor allem das Event, ne? Und vor allem, dass der Herr Seehofer da ist. Und der nimmt sich so viel Zeit, das ist genial. Das ist halt das Menschliche von der CSU, und damit kann man nur gewinnen. Und das passt. Und mehr braucht man gar nicht sagen.